kurz zurück zu mir auf die Couch. Can't get no sleep. Die aktuelle Single hast du gut für uns performt. James, ist das deine Mucke? Wie ist dir gefallen? Der Halbton ist wirklich sackstark. Aber du hast ihn ein bisschen holen. Ja, das stellt mir noch schwierig Scheiße, vor. Scheiße, nein, aber es ist so, ich spiele viel mit Pianist. Und manchmal, du hast jetzt so selber Piano gespielt. Ich spiele sehr gerne Piano, aber ich bin eigentlich nicht ein Profi. Und der hure Halbton, hey. Weißt du, dass du genau verwirrt ist? Ja, genau. Raus? Ich komme nicht raus, aber... Ich bin am Schluss bei einem Halbton hoch. Das heisst, du singst einen Halbton höher. Und dass du den Anfang gefunden hast, musste ich ihn schnell bescheissen und schnell satt. Du hast es nicht selber erzählt? Ja, er hat den Anfang. Ich habe genau nichts verstanden. Ja gut, aber weißt du, für den 0815 Zuhörer... Nein, aber... Es ist mit dem Henry Race aufs Dach bekommen. Ja gut. Aber du wirst wahrscheinlich kein aufs Dach bekommen von unserem Publikum daheim, der Bert weiss nämlich, sie lieben dich. Sie lieben dich, Lukas. Ja, crazy schön. Gegangen, wie immer. Total Platz aus allen nicht. Jackie geschrieben, Piano-Version ist der Oberhammer. Sie liebt Only Luca and his voice, herzlich. Schön, Dann der grüne Gringo hat geschrieben, Charakter ist der beste Luca, was es überhaupt kann geben kann. Luca, wir stehen immer hinter dir. Team Henny Hashtag von der Leonie. Ja, sie lieben dich. Cool, merci, ich gehe euch an. Das ist doch wunderbar. Ja gut, meine lieben Leute, wir sind schon praktisch am Ende von unserer Sendung. Ich danke euch ganz herzlich, seid ihr hier noch extra noch vorbeigekommen. Und danke James' Album Belvedere, auf Englisch ausgesprochen, abladen. Und von Luca werden wir noch neues Zeugs hören aus Amerika. Vielleicht startest du schon dort schon. Ich meine, du hast Kids' Choice Award schon mehrmals im Sack gehabt. Und vielleicht bekommst du dort nicht mal als Schweizer, Deutschland, Österreich Act über, sondern geht in Amerika. So like that big thing. Wir würden es auf jeden Fall gewinnen. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Und er hat uns ein Versprechen abgegeben. Er wird, du wirst bei uns live performen. Im April bin ich live da. Wir sind die erste mit Band, anderthalb Stunden. Live. Hand drauf. Das ist mal abgemacht. Yes! James Bronson. Dann dürfen die auch natürlich wieder mitkommen. Ja, gut. Ich im Chat, merci vielmals, habt ihr zugeschaut. Grüße nach Deutschland und Österreich, falls ihr auch zugeschaut habt. Natürlich haben sie ja. Sie haben sogar in Skype. Und ja, wollt ihr noch Tschüss sagen, wenn wir das machen? Ja, tschüss zusammen. Also, auf Wiedersehen miteinander. Das ist Sally! Auch für euch geht es weiter mit Live at Joyce, gefolgt von Joyce on Digital, mit dem Swiss Meme. Dranbleiben und schauen und genießen. Ich danke euch und adios! Adios, amigos!